Das sind doch wahre Prachtexemplare ihrer Gattung. Natürlich. Okay, was können wir denn mit dem Lilienblatt nehmen? Können wir das... Ja, machen. Ich wollte sagen, machen. Ach, wir können es aber nehmen. Und trotzdem ins Wasser stürzen. Naja. Ich lasse es hier. Das ist zu groß zum Aufheben. Na gut. Wollen wir dann mal Streichholz mit Lilienblatt benutzen? Ah, das hat bestimmt... Genau. Da können wir doch schwimmen. Und das Blatt verwenden wir dann auch noch damit. Mit einem Blatt. Blattception. Ah, das hat dann wirklich die Form eines Bootes. Dann auf geht's. Schwimmen wir mit unserem Blattboot. Wo auch immer wir hin müssen. Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Das ist blöd. Und ich habe gerade gesehen, wir haben was vergessen. Na gut, jetzt machen wir einen Rückwärtsgang. Die Rückwärtsgänge klingen ja immer so komisch. Weil ich denke mal, die Samen könnten eventuell auch noch wichtig werden. Wichtig sein. Man weiß ja nie. Sag ich doch. Das sind doch wahre Prachtexemplare ihrer Gattung. Ja, das hast du schon mal gesagt. So, soweit wir wissen, geht's ja nicht mehr weiter. Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Dann müssen wir mal gucken, was es hier alles gibt. Nichts. Scheinbar gibt es nichts. Weiter kommen wir leider auch nicht. Das ist blöd. Dann müssen wir nochmal zurück. Wenn wir hier nicht weiter können, dann können wir da nicht weiter. Wir haben ja jetzt Samen genommen und... Sonst, wo kommen wir denn hier weiter? Können nur da drauf, auf dem Wasserhahn. Und da wird er garantiert wieder ins Wasser fallen. Sag ich doch. Das was bringt. Es ist mit Rost überzogen. Der Wasserhahn. Naja, das ist auch klar. Nee, da wird er nochmal abstürzen. Sag ich doch. Irgendwas müssen wir ja mit den Samen machen. Das ist schließlich das Einzige, was wir da noch bei haben. Samen mit Wasserhahn zu benutzen ist das bestimmt... Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Natürlich geht das so nicht. Muss ich mal gucken. Im Eimer haben wir ja das Streichholz gefunden. Zurück in das Haus können wir wahrscheinlich nicht. Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Ich komme raus. Fleischfressender Nager? Der meint aber nicht seinen Hund. Ja. Wir scheinen wirklich kurz vom Ende zu sein. Also, wenn wir da schon mal nicht zurück können und in kleinem Format jetzt sind, wüsste ich ja auch nicht, was wir da jetzt noch großartig da machen könnten. Da ist ja jetzt unser Boot. Schau doch mal das Boot an. Ein Rettungsboot. Oh, natürlich ein Rettungsboot. Vor allen Dingen, wie strapazierfähig so ein Haarstück sein kann. So groß. Das ist ein einziges weißes Hundehaar.
Das geht doch so nicht. Nee, selbst den Samen kann man nicht mit den Dingens verwenden. Kirchen. Wasserhahn, die Schraube, die ist gar nicht nützlich. Haben wir da hinten noch was bei den Samen? Die Mitte der Pfütze, können wir uns hier anschauen? Hast du was gesagt, Simon? Ist die Sprachausgabe weg? Ich höre den gar nicht. Ein mit Rost überzogener Wasserhahn. Okay, scheinbar kann der nichts zur Mitte der Pfütze sagen, weil ich da gar nichts gehört habe. Das ist seltsam. Mal gucken, was können wir denn noch machen? Ich bin gerade ein klein wenig überfragt, das merkt man wahrscheinlich. Gibt's im Eimer noch was? Es ist ein rostiger alter Eimer. Ach, da ist das. Den Stein haben wir vergessen. Natürlich, den Stein der Weisen. Okay, ja. Dann benutzen wir doch mal Stein mit Samen. Vielleicht bringt's ja was. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Ach, zu Öl. Was bringt das Öl? Ups, im Moment. Öl mit Haar? Das geht doch so nicht. Das geht so nicht. Okay. Vielleicht am Wasserhahn das Öl verwenden? Trotzdem fällst du ins Wasser, mein Lieber. Aber kommen wir da jetzt eigentlich nochmal drauf? Wir haben es ja jetzt eingeölt, aber trotzdem, ja, der Liebe, der fliegt trotzdem ins Wasser. Vielleicht müssen wir noch irgendwas am Haarstück machen. Ach so. Dann fließt Wasser. Na, das macht ja Sinn. Das war's an Wasser. Okay. Gut. Mal gucken, was wir da noch weiter machen können. Ob wir da jetzt schon weiter können? Scheinbar nicht. Doch! Aha. Was hat das dann vorhin gebracht? Das sieht ja eigentlich genauso aus wie vorher. Ach du Scheiße, wo sind wir denn? Da ist ein Frosch. Hm, du mich auch. Wie geht's denn so? Oh! Puh! Hey! Ich lebe noch! Aber wo zur Hölle bin ich? Mist! Ich bin im Frosch! Huch! Oh! Ja, bedeck da mal. Auch nicht schlecht. Ja, versteck dich erstmal zum Umziehen. Okay. Das Spiel ist auf jeden Fall kinderfreundlich. Das hat man ja sofort gesehen. Er wurde schön zensiert. Können wir denn mal uns unterhalten mit dem Frosch? Tja. Entschuldigen Sie mich, ich muss hier vorbei. Das bringt ja total viel. Können wir uns mit dem weiter unterhalten? Frosch. Das bringt viel. Jetzt erstmal eine Drohung. Wenn ich wieder groß bin, dann bist du Geschichte. Das bringt total viel.
Sonst können wir hier ja nichts weiter anklicken. Wir müssen hier das Wasser. Nee, in Richtung Wasserhahn und hier ist Wasser. Eine kleine Kaulquappe schwimmt da drin. Kaulquappe, können wir die nehmen? Sonst haben wir nur diesen Frosch. Sonst ist im Wasser nichts. Da kommen wir nur Richtung Wasserhahn. Kaulquappe mit dem Frosch benutzen? Nicht schon wieder! Oh! Lass mich raus! Oh, erstmal wieder nackt. Natürlich werden ordnungsgemäß immer die Sachen wieder mit hinterher gespuckt vom Frosch. Mal gucken, wir müssen noch mal weiter mit ihm reden. Wir müssen verhandeln. Mach den Weg frei oder die Kaulquappe stirbt. Ich glaube, ich hab's ihm gezeigt. Das ging ja schnell. Bye bye, kleiner Freund. Geh weiter oder die Kaulquappe stirbt. Das hätte ich viel aufregender gemacht. Hätte ich ein Spiel synchronisiert, ein Adventure. Das wäre doch mal geil, oder? Ein Pilz. Ich trinke ja kein Bier, aber es gibt ja auch Pilz. Mit S. Es ist ein normaler Pilz. Gucken wir uns den mal an. Das ist ein magischer Pilz mit den Worten "Iss mich" darauf. Trink mich, iss mich, ist ja alles so magisch. Na gut. Mich, hier... Blablabla. Ja, ist das Wort? Jetzt habe ich es vergessen. Okay. Weiter geht's. Können wir den eigentlich schon mal verzehren? Wenn da schon steht, iss mich. Das macht dich doch bestimmt... Wusste ich doch. Das ist doch bestimmt von Super Mario geklaut. Oder, wie man es so schön nennt, inspiriert. Man hat sich von Super Mario inspirieren lassen, dass der Pilz größer machen soll. Und wenn man dann einen anderen Gegner trifft, dann, ja, können wir da nichts mehr machen. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück zum Turm. Das war der gesamte Weg, den wir hier durchgelaufen sind. Das ist wahnsinnig wenig. Dann öffnen wir doch mal die Tür. Wir haben sogar noch den Miniaturstein. Dann geh bitte durch diese Tür. Simon, geh durch diese Tür. Oder bist du noch diesen Ast? Cinzano Asti? Mal gucken. Wir können scheinbar nicht durch diese Tür. Doch, wir können durch. Sieht aus wie ein Erdbeben. Oh Mann. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hau ab. Eine gute Idee. Was war denn das für eine Kiste? Die wurde ja von alleine lebendig. Mal gucken, vielleicht können wir die ja... die Kiste mit dem Ast angreifen, man weiß ja nie. Ich hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Definitiv nicht, aber wir müssen den mal... Gott. Das kann ich auch. Stopf in das Maul. Oder auch so. Okay, die Kiste hat sich beruhigt, mit Zähnen sogar. Mal gucken, was ist denn in der Kiste drin? Schau bitte diese Kiste an. Der Ast steckt in seinem Maul. Da haben wir eine Statue, die können wir uns doch mal anschauen.
fertig für die Schlacht! Das ist schön.